herzlich willkommen bei Karnes Road. Ich nehme euch heute mit zu unserem zweiten Video, einen Platzvorstellung im hohen Norden von Spanien. Wir fühlen uns, wenn ihr unsere anderen Videos gesehen habt, hier oben sehr, sehr wohl. Warum, werdet ihr gleich feststellen. Wer uns noch nicht kennt, drückt am besten sofort auf Folgen, um keine unserer Videos zu verpassen. Und los geht's! Ja, ein kleiner Schwenk. Wir befinden uns mitten in den Bergen mit einem grandiosen Ausblick, wunderbaren Sonnenauf- und Untergängen und Stellplätzen, die wirklich fantastisch in Länge und Breite sind. Unser Alexander steht hier auf einem Platz, der 6 Meter breit ist, und ich würde sagen, wir sind 9 Meter, 10 Meter dürften auf jeden Fall auf die Parzellen passen. Die Parzellen haben alle Stromanschlüsse. Der Strom wird extra dazu gebucht. Wer ihn nicht braucht, muss ihn auch nicht bezahlen. Für 24 Stunden kostet der Strom 4 Euro und ist, wenn ich das hier richtig sehe, mit 16 Ampere abgesichert. Was ja in Spanien auch unheimlich Sinn macht. Ja, an jedem einzelnen Platz habt ihr sofort Frischwasser. Schon wie auf einem Campingplatz. Und der Platz selber kostet 12 Euro die Nacht, ohne Strom, wie gesagt. Und jetzt laufen wir doch einfach einmal herum. Direkt vor mir seht ihr einen Waschplatz. Hier könnt ihr eure Kassetten ausleeren. Was ich auf dem Platz leider vermisse, ist ein Bodenauslass für alle, die wie wir Festtanks an Bord haben. Aber gut, euer Schatz ist sicherlich bereit, das Ganze mal mit einem Eimer zu machen. Hier unten, wenn wir hier mal ins Tal blicken, das ist aktuell noch nicht im Betrieb. Ich vermute, da ist dann im Sommer eine Umweltpumpe am Werk oder ein Springbrunnen, wie auch immer. Auf jeden Fall ist der Gedanke, dass die Gäste im Sommer hier schwimmen und sich sonnen können. Ich nehme an, die weißen Pfähle sind dafür da, ein Sonnensegel zu befestigen. Ja, ich glaube, ich habe es nicht gezählt, aber es dürften 40 oder mehr Plätze hier zur Verfügung stehen. Teilweise, wie man sehen kann, auch mit einem Sonnendach oben drüber. So, der Platz verfügt über Toilette, Dusche, Waschmaschine, Trockner, Aufenthaltsbereiche im Freien und auch innen drinnen, sodass ihr euch mit Gleichgesinnten zu jeder Zeit auch einmal zusammensetzen könnt. Eigentlich gar nicht satt sehen. Rein in den Liegestuhl und genießen. Und hier ist das Platzmaskottchen, ein süßer Esel, der sich freut, wenn er aus eurer Bordküche ein Äpfelchen oder ein Möhrchen oder mal trockenes Brot gereicht bekommt. Er begrüßt euch dann am nächsten Tag morgens mit einem lauten Ia! Haben wir einmal für Menschen mit Handicap einen Toilette- und Duschbereich. Und nebenan. Achso, ich sehe es gerade. Für Menschen mit Handicap oder eben für die Dame. Und hier nebenan nochmal für den Herrn. So. Hier ist mal alles erklärt auf den verschiedenen Sprachen, nämlich auf Spanisch, Englisch und Französisch.
Die Dusche kostet 1 Euro für 5 Minuten. Ja. Mit Münzeinwurf mit 1-Euro-Stücken. Ich lag eben richtig. Es sind tatsächlich 40 Plätze. Hier hat man nochmal alle Piktogramme, die für einen wichtig sind, auf einen Blick. Und hier ist auch nochmal eine Liste mit allen Preisen für euch. Ja. Ah, Wifi gibt es auch. Sehr gutes Wifi übrigens. Dann gibt es einen Automaten mit diversen Naschereien und Getränken. Eine Waschmaschine, einen Trockner. Und wenn wir uns mal die andere Seite anschauen, hängen hier Pläne und es gibt 3 verschiedene Routen, die uns von hier aus für Wanderer, Läufer und auch Fahrradfahrer inklusive Code angegeben sind. Und ich denke, wir sind jetzt den 2. Tag hier, wir werden sie noch alle für euch testen. Die aber nicht besetzt ist. Ihr bucht nämlich online oder aber abends kommt ein nettes Ehepaar, was hier alles sauber hält und die gehen auch, wenn ihr das nicht online gemacht habt, über den Platz und kassieren dann in bar. Übrigens sind Hunde, wenn ihr das noch mal schaut auf diesen Piktogrammen hier, erwünscht, steht dort geschrieben. So, nein, hier nicht, aber hier vielleicht, ja, hier, hatte ich eben schon erwähnt, ist ein kleiner Aufenthaltsraum, wenn das Wetter in Spanien vielleicht mal nicht so gut ist. Sogar noch mit einer kleinen Außenterrasse, schaut, wie man das haben möchte. Könnt ihr euch mit überdachen, auch noch. Die Terrasse setzen. Jetzt stehen wir hier auf einer Fußgängerüberbrücke. Wie ihr sehen könnt, geht sie über ein Bahngleis.
Keine Sorge, wir waren jetzt schon zwei Nächte hier und wir hören die Eisenbahn einmal abends mit einem leisen Tut, wenn sie hier wohl durch den kleinen Tunnel fährt. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist auf jeden Fall keine Hauptstrecke, die Gleise stören. So, ihr Lieben, was ihr hier auch seht, finde ich sehr gelungen, auch sehr gut gemacht, ist eine tolle Bühlbahn. Das gibt es also nicht nur in Frankreich, sondern auch in Spanien sieht man auf den Plätzen immer öfter tolle Buhlanlagen. Ach, im Übrigen, Buhl ist ein Thema. Ihr könnt in Spanien, Frankreich und so weiter bei Decathlon Buhlkugeln erwerben. Manchmal allerdings nur online, dann müsst ihr euch das wohin schicken lassen. So, tada! Jetzt stehen wir vor dem Wohnmobilstellplatz. Sehr, sehr großzügig. Also selbst wenn hier mehrere Fahrzeuge gleichzeitig ankommen, steht keiner auf der Straße, sondern man hat wirklich Ruhe und Zeit, hier einzuchecken. Da das Tor zu ist, muss man einfach bloß auf den Knopf der Anlage drücken und dann wird einem geöffnet. Ja? Wenn gar nichts funktionieren sollte, aus welchem Grund auch immer, gibt es noch eine Telefonnummer, wo man anrufen kann. Aber es war völlig problemlos, hier auf diesen Platz zu kommen. Der Weg, der Camino Natural del Tejo, so heißt er. Ja? Also man kann wunderbar auch mit den Fahrrädern hier die Gegend erkunden und soweit das Auge reicht, Natur, Natur und nochmal Natur. Das ist der Naturcampertag Casqueres in den Bergen von Spanien. Er verfügt über 40 Plätze, die man auf jeden Fall mit Fahrzeugen bis 10 Meter Länge anfahren kann. Man hat eine VE, allerdings keine mit Bodenauslass. Man hat einen Waschplatz, es gibt Toiletten, Duschen, Waschmaschine, Trockner, Aufenthaltsmöglichkeiten. Und was ich ganz wichtig finde, der Platz ist komplett umzäunt und nur mit Kot betretbar. Das heißt, das Schiebetor ist zu, man kann wunderbare Ausflüge machen, man weiß sein Wohnmobil in Sicherheit. Zudem ist noch eine Videoüberwachung da. Also alles ganz relaxed, wenn man für längere Zeit nicht bei seinem Wohnmobil ist. Ja, wem jetzt mein Rundgang gefallen hat, der lässt mir bitte einen Daumen da und ein Abo und ich freue mich, euch in Kürze wieder begrüßen zu dürfen. Ciao, ihr Lieben! Carnes Road. Wir leben Orte.